Aus aller Welt kommen die Genesungswünsche für König Charles III. Nach der Bestätigung durch den Buckingham Palace, dass der 75-jährige britische Monarch Krebs hat, stehen vor allem zwei Fragen nun im Raum. Welche Art und gut oder bösartig? Dazu gibt es bisher nämlich keine Erklärungen aus London. Anlass zur Sorge ist allerdings, dass Prinz Harry sich sofort auf den Weg von Kalifornien nach Großbritannien machte. Von seinem Bruder William gibt es bisher auch keine Reaktion, denn er ist ja zurzeit ebenfalls aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der Thronfolger kümmert sich intensiv um seine Frau Kate, die vor zwei Wochen eine Bauch-OP hatte. Felix Friedrichs über die schwierigen Zeiten des britischen Königshauses. Erst vor wenigen Tagen verlässt Großbritanniens König nach einer Prostata-OP das Krankenhaus. Am Sonntag veröffentlicht der Buckingham Palace noch diese Fotos. Sie zeigen König und Königin auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst in Sandringham. Einen Tag später dann, am Montag, gibt der Palast dieses Schreiben heraus und teilt mit: Der König hat Krebs. Auf Anraten seiner Ärzte werde King Charles vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen, aber kümmere sich weiter um seine Amtsgeschäfte. Nach Bekanntwerden der Diagnose erreichen König Charles Genesungswünsche aus der ganzen Welt. Bei einem Besuch in Las Vegas spricht eine Reporterin US-Präsident Joe Biden auf die Krebserkrankung von Charles an. Haben Sie eine Botschaft für King Charles? Biden antwortet: Ja, ich rufe ihn gleich an. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich habe gerade erst von der Diagnose gehört. Ich werde mit ihm reden. Bidens Sohn Beau starb 2015 im Alter von 46 Jahren an Krebs. Der britische Premierminister Rishi Sunak wünscht Charles alles Gute. Er habe keine Zweifel daran, dass er schnell genesen werde. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron schreibt: Unsere Gedanken sind beim britischen Volk. Kanadas Premier Justin Trudeau teilt ebenfalls auf X mit, seine Gedanken seien wie die aller Kanadier und aller Menschen auf der Welt bei Charles. Angesichts der Krebsdiagnose seines Vaters teilt Prinz Harry, der seine royalen Pflichten 2020 niedergelegt hatte, mit, er werde umgehend nach Großbritannien fliegen. Anders als bei Charles' Schwiegertochter Kate, deren genaue Diagnose nach der Bauch-OP vor wenigen Tagen nicht öffentlich wurde, macht das Königshaus zu Charles' Erkrankung mehr Angaben. Seine Majestät hat sich entschieden, seine Diagnose zu teilen, um Spekulationen zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung des Palasts. Er hoffe darauf, damit Verständnis für andere Menschen mit einer Krebserkrankung zu fördern. Um welche Form von Krebs es sich handelt, teilt der Buckingham Palace nicht mit.